So, heute gucken wir uns dieses Vögelchen ein bisschen genauer an. Das ist der Albatros. Und zwar kommen wir in die Zeit der früheren Tschechoslowakei, in der dieses Modell spazieren gefahren ist. Spazieren gefahren ist so untertrieben, die ist 120 Stundenkilometer schnell gefahren und war als schwere Schnellzugdampflokomotive unterwegs in den 50er Jahren. Übrigens bis 1978 im Einsatz, damals noch zur Unterstützung für Diesellokomotiven, die unterwegs waren, wenn die mal hängen geblieben sind, so in der Richtung Brünn. Und eine der ersten Lokomotiven, sehr komfortabel für die damaligen Lokführer, die komplett überdacht war im Führerstand. Das heißt, wenn es da richtig frostig wurde, dann mussten die Menschen da drin nicht frieren, sondern hatten es kuschelig warm. Wobei so richtig warm war es wahrscheinlich sowieso mit dem ganzen Geheize, aber zumindest hat es nicht gezogen wie Hechtsuppe. So, ganz viel Zugrüssteile sind mit dabei. Hier nochmal eine extra Kupplung und kleinere Zugrüssteile. Die Pipette ist noch dabei für den Raucheinsatz. Und jetzt packen wir sie erstmal aus und stellen sie mal aufs Gleis, damit wir diesem Modell mal alle Achtung oder alle Beachtung schenken können. So, ich habe mir ein kleines Diorama vor mir hingestellt, auf der ich die jetzt einfach mal schön aufgleise. Jetzt also machen wir erstmal die Stopptaste bei der Mobile Station an. So, damit kein Strom auf dem Gleis ist. Wäre zwar jetzt kein Drama, aber machen wir es korrekt. So, bei solchen Modellen lobe ich mir doch immer die Aufgleishilfe, wenn man das hat. Aber ich habe es geschafft, alle 412 gefühlten Achsen auf einmal drauf zu bekommen. Ha! Ja, hat funktioniert. Oh, traumhaft schönes Modell. So, die werden wir uns mal ein bisschen genauer ansehen. Und zwar habe ich mir dazu eine Mobile Station geholt und eine CS3, damit wir uns mal die Digitalfunktionen von diesem traumhaften Modell ein bisschen genauer ansehen können. Außerdem habe ich mir noch einen Rollenprüfstand mitgenommen, denn man sieht immer sehr schön, wie schön synchronisiert der Sound mit der Bewegung der Räder gleich ist bei diesem Radwerk. Müssen wir uns das einfach nachher gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Deswegen habe ich das schon mal hier an die Seite gelegt zum Anschauen. Aber jetzt schauen wir kurz mal genauer an, was wir hier alles für Funktionen haben. So, diese Lokomotive hat einen MFX-Decoder drin, beziehungsweise hat sie sogar einen MFX-Plus-Decoder drin für den Spielweltmodus. Das heißt, ich muss jetzt bei der Mobile Station eigentlich nur hier auf Stopp drücken und dann wird ein paar Sekunden später die Lokomotive automatisch über den MFX-Decoder erkannt. In diesem Fall habe ich jetzt einfach die Mobile Station angeschlossen. Hier steht jetzt noch keine Lok. Und wenn mir das Ganze zu lang dauert, dann kann ich das auch mit MFX-Loks wiederfinden, hier einfach antriggern. Ich habe noch was anderes gemacht. Ich habe noch eine CS3 angeschlossen und in der wird jetzt die Lokomotive schon live erkannt. Und ich habe jetzt die Mobile Station an die CS3 angeschlossen. Das heißt, hier ist die Lokomotive jetzt drin, der Albatros. Und jetzt könnte ich bei der Mobile Station mir die Lokomotive auch gleich aus der CS3 holen. Ich zeige euch das mal kurz in der Deckenkamera, indem ich jetzt hier einfach auf Shift Lock drücke und jetzt sage, ich hole mir die aus der Lockliste. Und da ist sie drin. Und zwar, hier ist sie. Na, und jetzt habe ich meinen Albatros sowohl in der Mobile Station als auch in der CS3 neben mir. So. Und jetzt schauen wir uns mal die Digitalfunktion ein bisschen genauer an, indem wir einfach mal ins Menü von der CS3 reingehen und schauen, was unser kleiner Vogel hier so alles kann. So, ich drücke hier mal zur Seite und ziehe die Lok in die Steuerung hinein. Und dann sehen wir auch, es ist ein MFX-Decoder hier mit ganz, ganz vielen Funktionen. Und welche Funktionen das genau sind, können wir auch erstmal in der Gebrauchsanweisung nachlesen. Denn bevor ich das jetzt über die Symbole errate, was die so alles kann, schauen wir es einfach nach, dann erzähle ich euch keinen Blödsinn. So, hier ist das Booklet, immer schön aufheben für die Sammler. Ja? Und da haben wir zum Beispiel schon mal das Wichtigste, nämlich auch das Booklet für den Spielwelt-Decoder. Ihr könnt nämlich die Lokomotive auch wie einen Fahrsimulator einfach ausprobieren. Das heißt, ihr lernt richtig, wie man eine Dampflokomotive steuert. Das ist gar nicht so einfach, denn man muss wirklich im Fahrsimulator erstmal den Kessel aufheizen. Der darf nicht zu heiß werden. Dann kann man langsam mal losfahren. Und wenn der Dampf aus ist, also wenn die Kohle aus ist, dann ist auch der Dampf aus. Das heißt, dann geht gar nichts mehr. Und das ist gar nicht so einfach, das zu fahren. Das werden wir gleich mal ein bisschen ausprobieren. So, im zweiten Booklet sind ein paar Informationen zu unserem schönen Albatros drin. Das Wichtigste sind aber hier die schaltbaren Funktionen, die wir hier sehen. Und ihr seht da immer so drei, vier kleine Balken. Das ist immer die Möglichkeit, was kann man mit der ganz alten
Unit von Märklin noch einstellen, die man so in den 80ern gekauft hat. Was kann die Mobile Station 1? Was kann die Mobile Station 2? Und da sieht man auch hier mit der CS3, da gehen die Funktionen dann bis zur zweiten Seite weiter. Und da gibt es dann so schöne Sachen wie zum Beispiel natürlich den Rauchgenerator. Wir haben den Rangierpfiff. Wir haben den Feuerschein in der Feuerbüchse. Wir haben natürlich den Schüttelrost als Geräusch, die Luftpumpe als Geräusch. Wir haben den Generator, Bahnhofsdurchsagen. Also das ist wirklich eine ganze, ganze Palette, was wir hier haben. Und das kann man auch in der CS3 hier an der Seite sehen. Da sehen wir die ganzen Piktogramme hier in dem Display. Und da sehen wir zum Beispiel unser Spitzensignal, das wir hier einschalten könnten. Oder wir können als nächstes den Rauchgenerator einschalten. Wir können das Betriebsgeräusch schon mal einschalten von der Lokomotive. Uiuiui. Und jetzt schaut euch das an. Jetzt bin ich gespannt, wann man wieder Rauchmelder angeht. Hier in der Werkstatt. Denn darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Aber natürlich wunderschön. So, ich mache den Rauch mal aus. Und verblase ihn mal weg vom Rauchmelder. So, und hier haben wir jetzt auch so Funktionen wie zum Beispiel dieses schöne, tiefe Horn. Das bleibt genau so lange an, wie ihr mit dem Finger wieder auf die Taste geht. Und dann haben wir auch hier zum Beispiel das Symbol für das Büchsenflackern. Also jetzt sehen wir innen drin, wenn man reinschauen würde mit den ganz kleinen Augen, sieht man innen drin, flackert auch so ein bisschen das Ganze. Das zeige ich euch nachher nochmal ein bisschen im Detail. So, wir gehen mal mit dem Modell auf den Rollenprüfstand. Ich drücke mal hier die Taste Stopp. Und ich habe mal das hier vorbereitet, denn für die Sammler, das kann ich wirklich für die Sammler sehr empfehlen. Das ist einfach ein kurzes Gleis mit ein paar Rollen drin, die man einstellen kann auf den jeweiligen Achsenstand bzw. den Achsenabstand. Und damit kann ich ein Modell aus der Vitrine holen und kann es wirklich vor mir maximal erleben, indem ich das einfach da jetzt draufstelle und das jetzt hier an die Zentrale anschließe. Das geht mit der CS3, ich kann es aber auch genauso mit der Mobile Station machen. Also hier würde ich mir jetzt einfach ein rotes und zweimal das braune nehmen. Zweimal braun brauche ich bei drei Leiter. Und dann kann ich das einfach hier an der Seite anschließen mit den kleinen Kabeln hier. Ich zeige das mal ganz kurz. Und dann kann ich mein Modell im Stand fahren und mir alle Funktionen genau anschauen. Und das macht bei dem Albatros in der Tat wahnsinnig viel Spaß. Denn hier sehen wir gleich richtig diese Synchronisation von dem Sound mit den Achsen. So, ich werde das mal kurz hier aufgleisen. So, das vorher schon mal ein bisschen vorbereitet mit einem Modell, dass ich das jetzt nicht minutenlang einstellen muss. Aber wie gesagt, man kann einfach an diesen Rädchen drehen und dann stellt man diesen Abstand von den Achsen genau ein. Jetzt bringe ich euch das noch ein bisschen näher, damit ihr das auch in aller Schärfe sehen könnt. Ah, so. So müsste das bei euch jetzt eigentlich schick aussehen, oder? Jo. Schaut gut aus, oder? Ah, traumhaft schönes Modell. Ich muss hier mal ein bisschen auf der Theke ein bisschen aufräumen. Ich packe mal die Originalverpackung kurz zur Seite. Da ist das Diorama doch größer, als ich dachte. So, jetzt haben wir sie. Richtig schön in aller Größe da. Schauen wir noch mal kurz rein. Ne? Also, schön auf dem Rollenprüfstand. So, und jetzt seht ihr gleich, was ich meine, wenn ich nämlich jetzt hierher gehe und meine Lok fahre und das Betriebsgeräusch hier anmache, dann schaut mal, was jetzt passiert, wenn die Reifen sich bewegen. Oder Reifen in dem Fall nicht, sondern die Räder.
So, jetzt habe ich sie mal ganz nach unten gefahren, schnell, um mal kurz das Geräusch auszumachen. Aber ihr habt richtig gemerkt, dieses synchronisierte, sich da hineinsteigern. Also man merkt richtig, wie die Rosse da zum Galoppieren anfangen in der Dampflok. Also das ist schon eine unheimlich tolle Synchronisation. Und das kann man sich auch noch mal ein bisschen genauer ansehen, wenn man das mit der Mobile Station, also jetzt hier einfach mal so richtig hochdreht. Ich zeige das mal kurz von oben. Man hat es gerade richtig schön gemerkt. Ich mache noch mal den Sound an und fahre jetzt einfach mal so ein bisschen hier nach oben. Und dann merkt ihr richtig, ich bin jetzt bei einem Drittel der Geschwindigkeit. Oder wenn ich hier nur auf ein Viertel gehe oder auf ein Fünftel. Ihr merkt richtig diesen Rhythmus, ja. Und dieses langsam nach oben fahren, das macht richtig Spaß hier. So, ich mache mal den Sound kurz aus. Das Tolle natürlich an so einem Rollenprüfstand ist, dass ihr in voller Fahrt mit dem Modell spielen könnt. Das heißt, ihr habt nicht einfach die Herausforderung, dass ich auf so einem kurzen Diorama von vielleicht 1,50 Meter natürlich niemals die Lokomotive ausreizen kann oder dass ihr eine sehr, sehr große Anlage braucht mit einer riesengroßen Paradestrecke, wo das Modell einfach mal so richtig schön in Fahrt kommt, sondern ihr könnt in der Vitrine, ihr könnt auf einem schönen kleinen kurzen Tisch, könnt ihr euer Modell euch mal in aller Ruhe euch ansehen. Und wenn ihr es noch ein bisschen schöner haben wollt, dann kommt ihr in diesen Spielweltmodus rein mit diesem MFX Plus Decoder. Das heißt, wenn wir jetzt mal ganz kurz in die CS3 hineinschauen, dann seht ihr, ich kann dieses Menü hier mal nach unten klappen und jetzt hätte ich hier die wichtigsten Funktionen von meinem Albatros hier. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch hier eine kleine Bahnhofsdurchsage laufen lassen. Na, gibt es ganz viele Funktionen. Ich könnte aber auch das Ganze mit dem Finger ein bisschen weiter nach rechts wischen, wo ich jetzt den Trafo sehe. Und wenn ich es jetzt noch weiter nach rechts wische, dann komme ich in den Spielesimulator rein. Und jetzt, meine Freunde, wird es echt ein bisschen kompliziert. Jetzt brauchen wir eine kleine Ausbildung. Na, also jetzt ist der Fachkräftemangel voll im Gange, in meinem Namen. Und jetzt brauche ich wirklich die Gebrauchsanweisung. Also, schaut mal her. Auf der 1, da sehen wir erstmal das Führer. Ich schaue hier rein ins Booklet. Also anders habe ich da keine Chance, weil ich habe Dampflokomotive fahren nie gelernt. Da hätte ich was anderes machen müssen. Aber es ist Gott sei Dank schön erklärt. Und ich habe es probiert. Es ist echt schwer. Also man braucht ein bisschen Übung dafür, diese Dampflokomotive jetzt wirklich über diesen Modus zu fahren. Also das hier drehen kann jeder. Aber das hier ist echt schwer. So, was wir nämlich jetzt machen müssen, ist, wir müssen als allererstes mal schauen, wo wir den Kessel füllen können. Also Kessel füllen ist die 8. Das wäre dann quasi hier an der Seite. Also hier oben, da drehen wir mal auf. Na, und jetzt füllen wir mal ein bisschen den Kessel auf. Ihr müsst euch ja mal, da drehe ich jetzt mal, so bis sich der Kessel füllt. Und dann geht es da weiter. Na. So, als nächstes, ja, Kessel füllen heißt jetzt mit Wasser. Dampf, jetzt geht er mit Wasser gefüllt. Und jetzt kann ich langsam mal ein bisschen heizen. Jetzt kann ich mal die Feuerbüchse öffnen und kann damit heizen. Das wäre jetzt die 14. Das ist also hier unten dieser kleine Regler hier an der Seite. So, jetzt geht's mal rauf mit der Feuerbüchse. Und ihr seht ja hier, da kann ich den Kessel auch wieder leer machen hier. Ja? Also hier fülle ich ihn, hier mache ich ihn leer. Und jetzt muss ich eben schauen, dass mein Kessel einigermaßen gut gefüllt ist und gleichzeitig mein Dampf ordentlich heiß wird. Ja, und dann kann ich allmählich mal anfangen, mit der Umsteuerung zu arbeiten. Das ist dann hier der Regler Nummer 7. Das ist der hier an der Seite. Und damit könnte ich jetzt zum Beispiel schon mal versuchen, meine Lok zu fahren. Aber wie ihr merkt, da fährt gar nichts. Da fährt überhaupt nichts, weil ich bin noch nicht so weit. Da ist noch keine Hitze im Kessel. Da ist noch nicht genügend Wasser heiß geworden. Und dementsprechend funktioniert hier einfach noch überhaupt nichts. Also unheimlich schöner Modus, den wir hier sehen können. Ich habe es gerade nochmal zugeklappt hier auf der CS3. Also hier kann man in diesen Modus reingehen. Und wir schauen uns dieses Modell nochmal ein bisschen in der Nahaufnahme an. Also diese wunderschönen Details, die man an dieser Lokomotive sehen kann. Hier seht ihr nochmal den Albatros. Wie gesagt, tolles Modell aus den 50er Jahren. Hier eine komplett verschlossene Fahrerkabine, die wir hier haben, damit da niemand friert. Wir haben also dieses charakteristische tiefe Blau, was wir hier haben. Diese vielen Details, fast wie Adern, die sich an dieser
Lokomotive von oben über dieses Modell ziehen. Hier diese beiden Rauchausstöße, die wir hier haben, mit einem sehr, sehr tollen synchronen Rauchausstoß zum Sound und zur Bewegung dieser riesengroßen Speichenräder. Also ein ganz, ganz tolles Modell. Es wäre echt schade, wenn das bei euch einfach nur in der Vitrine steht. Ich fände es toll, wenn ihr euch sowas auf den Rollenprüfstand holt und wirklich immer wieder auch mal damit, ich sag mal, wirklich Volldampf gibt. Hier sieht man jetzt auch diese Details im Führerstand, wo man dann auch dieses Büchsenflackern drin sehen kann. Also ein ganz feines Modell, das es hier bei Märklin zu bekommen gibt. Wir schauen noch mal ganz kurz auf die Website, damit ihr sehen könnt, was ihr genau bestellen müsst, wenn ihr es wollt. Hier sehen wir das Modell. Es ist die Seriennummer, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, genau, 39498, das ist das Modell. Ihr seht auch, das ist ein Highlight-Modell. Also das ist jetzt nicht so die Startpackung, die man da kauft, so das Einsteigermodell, sondern es ist hier schon wirklich auch eine Profi-Variante, die wir hier haben. Also für diejenigen, die auch eine wirklich hochwertige Sammlung zu Hause haben und sagen, dieses Modell, das darf da gerne noch mit rein. Ich lasse euch noch ein bisschen alleine mit ein paar Impressionen von den Details dieser wunderschönen Lokomotive und wir sehen uns in der nächsten Episode.